Moin Leute, Olmon am Start wieder hier. Heute habe ich für euch mal die stärkste Waffe zur Zeit in Warzone. Die Waffe wird definitiv genervt werden. Die overpowert einfach so gut wie alles. Ich rede hier von der MG82, das neue LMG in Warzone. Die sind nochmal stärker als in Cold War. Ich habe heute ein paar geile Wins für euch. Also lehnt euch zurück, gönnt euch. Das Klassen-Setup gibt es zum Ende. Dann lasst mir ein Abo und ein Like da. Peace. Rechts. Ich bin durchgezogen. Du Kacke, Bro. Da drüben. Hier, hab ich gerade einen gesehen. Cracked. Oh, ein Tower oben bei mir. Ich hab zwei Semtex. Oben downed. That's 12-9. Oh mein Gott, er war so schlecht, er war so schlecht. Ich hab einen. Oh Hangar. Nein, oben drauf auf dem Hangar. Ich pack's nicht. Nein, was? Wie? Wie konnte ich den nicht hitten? Mann. Einer down. Oh, hinter mir. Hangar drüben. Cracked. So ein übelstes Sitting Ducks. Einer down. Ja, die sind so Sitting Ducks, Alter, wirklich. Da ist ein Satchel. Zwei sogar. Warte, einmal Drohne. Da drüben. Haben gesehen. Lass raus. Down. Drüben ans Haus. Hier bei uns sind das. Hab. Oh, rechts. Ah, ne, das ist Teammate. Sniper aus Teammate. Cracked. Down. Links. Down. Gewonnen. Oh, Leute, gedauert ganz easy. Ich glaube, das ist halt so OP. Okay. Oh mein Gott. Oh boah. Hey, what the fuck, Alter, Bro. Den down. Schön.
Was? Holy shit, man. So Leute, jetzt zeige ich euch noch das Klassen-Setup für die overpowerte MG82. Und zwar spielt ihr mit der Waffe den Agency-Schalldämpfer für mehr Reichweite, bessere Rückstoßkontrolle und damit ihr nicht auf der Map gesehen werdet, wenn ihr schießt, dann den Sonderkommando-Lauf. Da gibt euch auch nochmal extra Rückstoßkontrolle und extra Reichweite. Also unbedingt spielen das Dreier-Scope. Ihr wollt die Waffe Long-Range spielen, deswegen spielt ihr das Actual Arms Dreifach-Visier. Könnt ihr die Gegner so weglasern, ich sag's euch. Dann das 150er Magazin. Die Waffe hat eine sehr hohe Feuerrate, deswegen braucht ihr ein großes Magazin mit dem hier und dann spiele ich noch die luftelastige Umwicklung, damit ich schneller anvisieren kann. Falls ihr noch mal eine PPSH-Klasse sehen wollt, das ist die PPSH, macht damit was ihr wollt. Leute, wir haben bald die 600 Abonnenten, also geht sicher, dass ihr abonniert, falls ihr noch kranke Klassen-Setups für Cold War braucht. Hier drüben findet ihr ein Video zu den Top 4 besten Maschinenpistolen in Cold War. Das hilft euch definitiv weiter. Hier drüben könnt ihr mich jetzt noch abonnieren, dann würde ich sagen, ich bin Xer Deutsche, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Peace!